CSU-Generalsekretär Scheuer ist durchaus symptomatisch für diesen Tag. Der sagt, das ist heute nicht der Tag, der für Barmherzigkeit und Rücksichtnahme steht. Und dieser handfesten Regel, der versuchen alle Redner des politischen Aschermittwochs inbrünstig zu folgen. Am meisten und am mächtigen in Bayern. Da wurde diese Veranstaltung erfunden. Wir zeigen Ihnen jetzt eine kurze Tour durch Bierzelte, Krachlederne und Redeschlachten. Ein Selfie mit dem noch nicht Ministerpräsidenten. Markus Söder wird beim Einzug in die Passauer Dreiländerhalle von der CSU-Basis gefeiert, wie sonst nur der Ministerpräsident. Und das auch noch zu den Klängen des bayerischen Defiliermarsches, der eigentlich dem amtierenden Landesvater vorbehalten ist. Der bayerische Finanzminister steht schon vor den Startlöchern, um Horst Seehofer zu beerben. Da trifft es sich mit Blick auf die Landtagswahl in Bayern im Herbst gut, dass der noch amtierende Ministerpräsident und Platzhirsch in Berlin wegen Grippe ausfällt. Söder rief die Union dazu auf, wieder ihre Kernthemen zu beackern. Ich finde, erst einmal muss klar sein, welche Haltung, welche geistige Heimat man als Parteien hat. Und dann kann man einen Kompromiss treffen. Und deswegen empfehle ich uns als Union, auch wenn die Regierung hoffentlich zustande kommt, Andi, Alexander, tief durchzuschnaufen und unseren Standpunkt noch einmal grundlegend zu überdenken. Das Wahlergebnis noch einmal in der Tiefe anzunehmen vom September. Die Union, liebe Freunde, darf sich nicht nur in der Mitte drängeln. Die Union darf nicht dauernd nur nach links schielen. Und die Union darf nicht nur durchregieren um jeden Preis. Tapfer die Personaldebatten und das Grollen der Basis weglächeln. Offenbar das Motto des kommissarischen SPD-Chefs Olaf Scholz beim Einzug in die Festhalle im niederbayerischen Vilshofen. Höflich, so könnte man den Empfang beschreiben. Aber auf jeden Fall weit weg von der Begeisterung, die vor einem Jahr dem damaligen Hoffnungsträger Martin Schulz entgegenbrandete. So betrieb Scholz hauptsächlich Nabelschau. Ich sage ausdrücklich, die Frage, welche Zukunft die Sozialdemokratische Partei Deutschlands nimmt, die Frage, ob wir stark sein werden oder nicht, die hängt nicht daran, ob wir reingehen oder nicht. Ja, doch ein bisschen in dem Sinne, dass die Bürgerinnen und Bürger es uns nicht verzeihen würden, wenn wir nicht verantwortlich handeln. Das muss man immer auch wissen. Die aus Teilen der SPD hervorgegangene Linke arbeitet sich am Berliner Politbetrieb ab. Laut Dietmar Bartsch hätten die Grünen ihre Seele verkauft und er setzt auf ein baldiges Ende der Kanzlerschaft Merkels. Und Angela Merkel ist in dieser Koalition, wie man sehen konnte, nur noch eine Getriebene. Sie ist nur noch eine Getriebene, sie hat überhaupt keine Hoheit mehr, nicht mal mehr über ihre Partei. Hohn und Spott hatte die AfD in Osterhofen für die SPD übrig. Parteichef Jörg Meuthen ließ an Martin Schulz und den Sozialdemokraten kein gutes Haar. Es stellt sich da schon die Frage, ob es bei Vertretern dieser Partei eigentlich wesensimmanent ist, ständig das exakte Gegenteil dessen zu tun, was man sagt. Das scheint sich durch die ganze SPD zu ziehen. Stulz, Schulz, Stegner, Nahles, Maas. Eine einzige rote Freakshow, in etwa so glaubwürdig wie Pinocchio. Für die Grünen in Landshut konterte deren Bundesvorsitzender Robert Habeck ironisch, dass Söder sein Ziel erreicht habe und Seehofer jetzt als Innen- und Heimatminister nach Berlin abgeschoben werde. Söder hingegen verteidigte die Heimatpolitik. Sie sei ein Exportschlager, der die Gefühle der Wählerinnen und Wähler treffe. Deftige Zitate zum politischen Aschermittwoch mit Professor Volker Kronenberg von der Uni in Bonn möchte ich gerne darüber reden. Willkommen bei Phoenix. Guten Abend, Frau Patzki. Was ist das für eine Veranstaltung, Professor Kronenberg? Ist das nur Show oder ein bisschen Parteiseele streicheln? In der Tat beides, nicht wahr? Es ist Tradition, Sie haben es in der Anmoderation gesagt, hat gerade in Bayern eine lange Tradition. Und zum Ende, zum Abschluss dieser bunten Tage, Karneval, Fasching, ja im Grunde, die Realitäten, den Ist-Zustand so ein bisschen auf den Arm nehmen. Aber in diesem Jahr, so beobachte ich dann doch, ist das alles so ein bisschen gebremst. Denn tatsächlich ist es ja so, dass das, was in der Realität sich abspielt in den vergangenen Tagen, man kann fast sagen Stunden, Tagen, Wochen, Monaten, ja doch sehr ungewöhnlich ist, spannend ist, turbulent ist, ungeplant und natürlich tatsächlich auch für Unruhe sorgt. In der Bevölkerung, in den Parteien ohnehin, bei den Beobachtern. Und insofern hat dieser politische Aschermittwoch heute so verschiedene Dimensionen. Einerseits gehört es dazu und man will natürlich auch an dieser Tradition festhalten.
Opposition muss natürlich kräftig austeilen. Aber wenn wir Söder hören oder wenn wir nachher Frau Merkel oder Nahles oder andere, dann wird man sicherlich auch so eine gewisse Vorsicht doch beobachten, weil natürlich ja auch die möglichen Partner miteinander letztlich nicht allzu derb miteinander umgehen dürfen. Alle wissen nicht, wird es ein gutes Ende haben oder ein böses. Also die Politik übertrifft sich da selber oder übertrifft die karnevalistische Zeit, die ja mit dem politischen Aschermittwoch eigentlich abgeschlossen sein sollte. Olaf Scholz ist ja so, ja, sagen wir mal so lauwarm empfangen worden. Er ist ja auch nur der Ersatzkandidat, er ist jetzt kommissarisch Parteiführer. Ihm seine Aufgabe war jetzt wirklich so ein bisschen Balsam auf die SPD-Seele zu schmieren, oder? Im Grunde ist Olaf Scholz natürlich auch nicht die Idealbesetzung für den politischen Aschermittwoch. Er ist natürlich rhetorisch nicht sozusagen so besonders talentiert. Nicht so spitz. Und er ist natürlich auch in der Partei nicht in dem Maße geliebt, wie er sicherlich in der Gesamtbevölkerung hohen Respekt erfährt. Wir dürfen ja nicht vergessen, Frau Obatzky, wir hatten im Dezember Parteitag. Da ist er dann wieder mit einem sehr enttäuschenden Ergebnis von unter 60% bestätigt worden als Stellvertreter. Er steht jetzt kommissarisch dieser Partei vor. Das zeigt einfach diese Unruhe, diese Unsicherheit natürlich auch in der Sozialdemokratie. Dem muss er einerseits versuchen, Rechnung zu tragen. Und auf der anderen Seite ist sein Auftritt auch Ausdruck dieses großen Dilemmas, dieser großen Fragezeichen, die sich mit der Sozialdemokratie in diesen Tagen bis Anfang März, bis zum 4. März verbinden. Bis zum Ende des Mitgliederentscheids. Und Andrea Nahles, auf die warten wir ja auch noch, die wird ja ein bisschen später sprechen, dann aber nicht in Bayern, sondern in Schwerte. Aber in Bayern gesprochen hat der Mann, der demnächst als Landesvater in Bayern auch auftreten soll, Markus Söder nämlich. Er hat das Festzelt zum Kochen gebracht und mein Kollege Michael Kolz hatte Markus Söder nachher einige Fragen stellen können. Markus Söder, wie sehr hat Ihnen heute Horst Seehofer gefehlt? Ja, ist schon schade. Es wäre ein gutes Signal auch gewesen, wenn wir gemeinsam aufgetreten wären, weil wir sind ja die einzige Partei, die nicht über Personal diskutiert hat, sondern die eine Neuaufstellung geschafft hat. Na, Sie haben auch über Personal diskutiert, liegt nur schon ein bisschen länger zurück. Aber wir haben es geschafft, gut aufzustellen und zwar geschlossen. Mit Kontinuität und Erfahrung in Berlin und mit Erneuerung in Bayern. Also ich glaube, wenn man schaut, in der CDU wird gerade diskutiert, hoffentlich mit gutem Ergebnis, wenn es künftige Kabinettslisten geht. Und bei der SPD, gut, da ändert sich ja stündlich was. Also insofern haben wir als CSU da gute Startformation. Wenn man jetzt ketzerisch wäre, würde man sagen, das war so ein bisschen so eine Krönungsmesse, der Marsch zum Einzug. Sie alleine hatten freies Feld. War es das ein Stück weit auch so? Passau ist die schwierigste Rede für jeden CSU-Politiker, die es gibt. Das wird häufig unterschätzt. Das hat auch nichts mit Klamauk zu tun. Wer genau zugehört hat, hat gemerkt, dass ich da eine sehr klare Standortbestimmung auch der CSU gemacht habe. Und zwar jenseits von Koalitionskompromissen auch so ein Stück weit die geistige Verortung einer Partei vorgenommen habe. Und ja, deswegen ist das schon eine schwierige Rede. Und es ist auch so, dass jetzt da nicht Funktionäre einfach sitzen, die zujubeln, vielleicht weil sie angehalten sind, ein gutes Bild in den Medien abzugeben. Sondern das kommt aus dem Herzen heraus. Zustimmung oder Reserviertheit. Insofern bin ich schon sehr froh, dass das heute, glaube ich, für die CSU ein guter Tag war. Sie haben die Personaldiskussion in der CDU angesprochen. Ist Angela Merkel noch die richtige Kandidatin? Ja, natürlich. Wobei es nicht schade. Sie kam in Ihrer Rede ja nicht so besonders vor. Ja, wir haben ja heute über die CSU geredet. Aber ich glaube, also die Bundeskanzlerin ist klar, in der CDU die Vorsitzende und auch die Bundeskanzlerin der Zukunft. Aber es schadet, glaube ich, nichts, wenn auch in der CDU überlegt wird, wie man zum Beispiel bei Kabinettslisten ein Stück weit Erneuerung schaffen kann. Ich glaube, das tut auch der CDU gut. Es steht uns fern, da einen Vorschlag zu machen. Aber ich glaube, die gefühlte Stimmung in der gesamten Union heißt, man muss Kontinuität und Erneuerung immer zusammen sehen. Unionskollege Carsten Lindemann hat gesagt, er hat Angst um den Nimbus Volkspartei bei CDU/CSU. Gut, Sie sind ja nur in Bayern, aber Sie müssen ja fürs ganze Land denken. Hat er recht? Na, wir haben schon klar gemacht, heute auch als Standortbestimmung. Also wir müssen aufpassen, sehr als Union insgesamt, dass wir nicht zu sehr im bürgerlichen Lager zersplittern. Man spürt es ja, ob FDP, ob AfD, ob zum Teil bei uns in Bayern noch Freie Wähler. Deswegen muss die Union wieder ja Heimat sein, geistige Heimat für alle bürgerlichen Wähler. Wir müssen auch die AfD härter angehen. Die AfD ist keine Ersatzunion, ist keine bürgerliche Partei. In einigen Teilen steht sie sogar der NPD näher als der Union. Deswegen muss man auch klar machen, nicht nur mit den Schultern zucken, wenn es um das Thema geht, sondern inhaltlich was verändern beim Thema Zuwanderung und auch klar Position beziehen. Sollten Sie im ersten Quartal Ministerpräsident werden, dann hätten Sie eine Doppelspitze. Wie lange dauert es noch, bis Sie auch Parteivorsitzender sind? Ja, wir haben wir stellen uns gerade neu auf und es wird auch so bleiben. Ich glaube, dass die Kombination sehr, sehr gut ist. In Berlin braucht es Erfahrung.
Und die letzten Jahre hat sich auch gezeigt, dass es schon auch gut sein kann, wenn der Parteivorsitzende in Berlin wäre. Es will ja kaum noch jemand in Bayern, dass Horst Seehofer tatsächlich Innenminister wird, wenn man die Umfragen hört. Ja, diese Umfragen sind das eine, aber ich glaube, das Beweisen in einer Regierung als Stabilitätsanker sind schon wichtig. Also meine Unterstützung hat er an der Stelle und heute auch den Wunsch nach guter Besserung. Das Beispiel Huber Beckstein soll aber nicht stilbildend sein, oder? Unterschiedliche Zeiten hatten unterschiedliche Politiker und auch unterschiedliche Schwierigkeiten gehabt. Man kann sowas nicht vergleichen. Es waren große Persönlichkeiten auch. Wenn man mal heute ehrlich ist, sind die damaligen fast 44%, die Beckstein-Huber hatten, im Vergleich zu allen anderen ein sensationelles europäisches Ergebnis. Man muss das immer im Kontext der Zeit sehen. 44% wären für Sie Stand jetzt auch ein Traumergebnis. Wie wollen Sie wieder aufholen? Naja, die Umfragen können auch besser sein. Wobei, wenn man sich mal überlegt, dass die Union auf einem historischen Tiefstand ist bei 29%, dann sind 11% mehr. Das ist quasi die klassischste Form. In besten Zeiten war die CSU nie mehr als 10% stärker. Denken Sie an die Bundestagswahl und Ihr Ergebnis in Bayern? Ja, natürlich, ganz klar. Also man muss ja viel stärker werden. Aber es geht auch nur, wenn man jetzt nicht dauernd nur auf Prozente schaut, sondern indem man auch Position bezieht. Diese GroKo, wenn sie denn zustande kommt, muss auch hart daran arbeiten, dass sie nicht nur als Notstandsregierung gesehen wird, sondern auch aus innerer Überzeugung etwas für die Menschen verbessert. Und sind wir ganz ehrlich, solange wir das Thema Zuwanderung nicht wirklich vernünftiger angehen, dafür gibt es jetzt Grundlagen im Koalitionsvertrag, Zuwanderung begrenzen, Abschiebung erleichtern, Sicherheit verstärken, kulturelle Prägung und Trauen mit den Bürgern zu diskutieren. Das ist doch das, was in allen deutschen Städten gefragt wird. Ja? Und uns nicht nur hinter dem politischen Feuilleton verstecken. Wenn uns das gelingt, dann werden wir auch wieder stabiler werden. Sie könnten aber auch mit Neuwahlen oder einer Minderheitsregierung. Wie sehr wollen Sie die GroKo? Naja, also das, was in Berlin entschieden wird, ist zunächst mal bei Horst Seehofer, nicht bei mir. Ich glaube, dass die Mehrzahl der Deutschen jetzt wünscht, dass eine Regierung zustande kommt. Und hoffen wir mal, dass die SPD Einsicht hat. Nach den letzten Tagen bleibt man da sehr skeptisch. Aber mal schauen, vielleicht siegt da doch die Vernunft. Und von Herrn Ministerpräsident Markus Söder wird man dann die gleichen Zwischenrufe Richtung Berlin hören, wie es Tradition wäre? Ich kümmere mich um Bayern in erster Linie und das, was für Bayern gut ist. Es geht nicht darum, immer nur das Meiste rauszuholen für Bayern, aber das Beste zu erreichen. Und das nicht immer nur gegen Berlin zu machen, sondern auch mit Erfolge zu erzielen. Wenn aber bayerische Interessen betroffen sind, dann meldet man sich natürlich zu Wort, aber in einem vernünftigen Ton. Danke, Markus Söder. Danke auch. Tja, Markus Söder ist auf Bayern geeicht, Volker Kronenberg, ganz eindeutig. Da ist der Wahlkampf natürlich, der steht an diesem politischen Aschermittwoch riesengroß vor Augen des künftigen Ministerpräsidenten. Ne? Ganz spannend ist ja, Frau Abratzky, wenn man ihn heute erlebt hat, aber auch in den vergangenen Wochen, dann versucht er ja all die Prognosen und die Kritiken, die ihn im Vorfeld bei dieser Machtteilung sozusagen begleitet haben, eines Besseren zu belehren. Was wir doch beobachten, ist ein sehr umsichtiger Markus Söder, der eben nicht mehr dieser polternde, polarisierende ist, sondern der jetzt sozusagen dann schon das Landesväterliche anlegt in seinen Auftritten. Der Bayern-Plan, den er sozusagen sich jetzt für die kommenden Monate noch vor der Wahl vornimmt, scheint in der Bevölkerung gut anzukommen. Und ein kluger Schachzug besteht ja darin, dass er am Tag der bayerischen Landtagswahl auch abstimmen lassen will über die Begrenzung der Amtszeit des bayerischen Ministerpräsidenten auf 2 Amtsperioden. 2x5 Jahre. Das schafft natürlich Sympathie. Das schafft Sympathie und damit konterkariert ja er im Grunde auch die Wahrnehmung, dass man sagt, der ist so machtbesessen, er will jetzt sozusagen auf lange Zeit. Nein, dass er sagt, einmal Wiederwahl und dann eben Macht begrenzen. Sicherlich ein kluger Schachzug und auch all das, was wir gerade im Gespräch erlebt haben, kein Blatt zwischen ihn und Seehofer. Immer diese umsichtige, der Versuch der umsichtigen Ergänzung zwischen Bayern und Berlin, dort erfahren, hier neuer Aufbruch. Bisher positioniert er sich da sicherlich sehr, sehr umsichtig und scheint eben auch, nochmal Stichwort Bayernplan, mit so einer Fokussierung auf Bayern, innere Sicherheit, Infrastruktur, Bildung, all das durchaus zu punkten. Er will ja auch oder er muss natürlich auch der AfD in Bayern Paroli bieten. Er hat das in seiner Rede auch immer wieder adressiert. Zumindest hat er die Themen adressiert, die AfD eigentlich nicht, eigentlich weniger. Das ist ja genau da, wo auch die Bayern CSU sehr viele Stimmen verloren hat. Genau, und hier ist natürlich dann sozusagen dieser Plan, also eher einerseits innere Sicherheit, mehr Polizisten, all das. In Bayern selbst und dann natürlich mit Seehofer in einem Innenministerium auf Bundesebene mit Heimat und Bau, aber vor allen Dingen dann auch mit der Verantwortung für Flucht, Migration, Integration, innere Sicherheit. Das ist natürlich der Plan der CSU, dass man kongenial hier die beiden Ebenen zusammenbringt mit voller Wirkung, ohne die AfD
rhetorisch zu stark zu machen. Obwohl es ja hieß, dass das Innenministerium gar nicht so unbedingt die erste Wahl gewesen wäre für die CSU. Aber so wie Sie es schildern und wenn man drauf schaut, eben, dann macht das doch durchaus Sinn, dass man eben eher dort in diesem Innen- und Heimatministerium sich verankert. Frau Bratzky, es ist ja ein offenes Geheimnis offenbar, dass sowohl die CDU wie die CSU gerne das Finanzministerium ist. Es ist natürlich machtpolitisch das Schlüsselressort, Mitspracherecht bei allen finanzpolitischen Entscheidungen. Aber nun musste das offenbar zu einem hohen Preis an die SPD abgegeben werden. Aus Sicht der CSU, über die sprachen wir gerade, innere Sicherheit, Flucht, Migration, Integration, macht es dann durchaus Sinn, auf das Innenministerium zu setzen, es durch die Komponente Heimat, Bau, sozialer Wohnungsbau, Probleme, München, alle Ballungsräume. Aus Sicht der CSU durchaus eine gute Wahl, ein kluger Schachzug. Wenn ich recht beobachte, bei allen drei Parteien, die jetzt verhandelt haben, ist die Diskussion und das Rumoren in der CSU am wenigsten stark ausgeprägt, eher umgekehrt. Die Zufriedenheit mit dem, was hier verhandelt wurde bis vergangenen Mittwoch, scheint doch sehr aufgeprägt zu sein. Und der Koalitionsvertrag, der ist bei der CSU ja auch schon durch, in Anführungsstrichen, richtig, also ist ja schon zugestimmt. Also dieses Thema ist wirklich abgearbeitet. Und jetzt kommen wir nochmal auf diejenigen, die wahrscheinlich die größte Unbekannte oder die mit Sicherheit die größte Unbekannte sind in einer möglichen großen Koalition, nämlich die SPD. Gestern sind jetzt erstmal die Personalien soweit, sagen wir mal, geglättet worden, befriedet worden. Also es gibt jetzt eine Interimslösung. Andrea Nahles, die wird dann zu einem Parteitag auftreten, mit jetzt inzwischen sogar zwei Gegenkandidaten heute. Also auch da ist noch sehr viel Unruhe und Olaf Scholz will sich natürlich nicht und kann sich auch gar nicht äußern, ob er Finanzminister wird. Frau Bratzky, wir haben es ja mit einer paradoxen Situation nach wie vor zu tun. Am vergangenen Mittwoch wurde ein Koalitionsvertrag vorgestellt, der ganz klar eben diese sozialdemokratische Anschrift hatte. Man kann sagen, die SPD hat überaus klug verhandelt, plus diese drei Schlüsselressorts. Und dann wurde natürlich der Fehler gemacht, mit einer Personalie, dann statt mit allen, aber Inhalt mit Personalien zu verknüpfen. Das hat zu allen Konsequenzen geführt. Abtritt Schulz, dann jetzt Nahles, doch nicht Kommission. Ja. Also, ich will aber sagen, letztlich gelöst ist gar nichts bis zum 4. März, bis der Mitgliederentscheid ausgezählt sein will. Die Frage steht nach wie vor im Raum. Wird es der Partei gelingen, dass sie Mitglieder tatsächlich nur über Inhalte diskutieren in den kommenden Wochen, 177 Seiten? Oder wird doch immer wieder die Frage eine Rolle spielen? Wer soll denn diese Inhalte durchsetzen? Genau. Wer werden denn die starken Personen sein? Was wird denn aus dem Gabriel und mehr? Und das ist eine sehr ungute Situation. Ich beobachte, es ist nach wie vor völlig ungeklärt. In meinen Augen müsste man es klären. Man versucht es jetzt bis auf Weiteres in den Hintergrund zu drängen. Aber das ist natürlich die große Herausforderung. Die alle drei Partner beobachten das natürlich, beide Unionspartner. Aber die SPD wird diese Frage natürlich selbst klären müssen. Und hat erklärt, dass sie also Personalien jetzt erst vor Abstimmung des Koalitionsvertrags nicht mehr anfassen möchte. Wir wollen kurz noch hören, Olaf Scholz, der dann vielleicht Finanzminister werden wird, aber derzeit eben kommissarischer SPD-Chef, im Gespräch mit Hans-Werner Fittkau. Ein strahlender Olaf Scholz nach seinem Auftritt hier in Vilshofen. Die Rede ist ganz gut angekommen, wie ich fand. Ist die Rede auch deshalb so gut angekommen, weil Sie den Namen Martin Schulz nicht in den Mund genommen haben? Ich glaube, das war hier eine ganz tolle Atmosphäre. Die hat mich angesteckt und ich glaube, die SPD ist hier richtig eine optimistische und dynamische Partei. Das hat man gemerkt und das hat sich auch wirklich gut angefühlt. Was werden Sie denn ab heute anders machen als Martin Schulz? Wir werden jetzt gemeinsam dafür sorgen, dass die SPD nach vorne kommt. Und das Wichtigste ist jetzt, dass überall zur Sache diskutiert wird. Und die Sache ist jetzt der Koalitionsvertrag. Da erhoffe ich und erwarte ich mir eine breite Zustimmung in der SPD. Mit Blick auf die 463.000 Mitglieder, wo müssen Sie jetzt am meisten werben, um die zu überzeugen? Ich bin fest davon überzeugt, dass der Koalitionsvertrag für sich spricht. Wer den kennt, wer weiß, was da drin steht, der weiß wirklich, die SPD hat viel durchgesetzt für den sozialen Zusammenhalt in Deutschland, für Mieter, für diejenigen, die auf Pflege angewiesen sind, die im Pflegebereich arbeiten, für diejenigen, die Mietwohnungen haben und sich vor zu teuren Mieten fürchten, für diejenigen, die Verbesserungen brauchen beim Kindergeld, bei Krippen und Kitas und Bildung. Es gibt ganz, ganz viele Bereiche, die sich verbessern werden und das spricht dafür zuzustimmen. Ganz viel Raum nahm in Ihrer Rede auch die Europapolitik ein. Mensch, Herr Scholz, müssen wir da irgendwas wissen von Finanzen zu Europa vielleicht, zu außen?
Die Europapolitik ist eine zentrale Frage für Deutschland. Das wichtigste nationale Anliegen unseres Landes ist die Zukunft der Europäischen Union. Wir als Deutsche mit über 80 Millionen Einwohnern mittendrin in der Europäischen Union haben da eine besondere Verantwortung. Und die müssen wir mit Klarheit und Klugheit wahrnehmen. Ich danke Ihnen. Tschüss.